Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 60 Parsecs. Ich weiß, ich habe es jetzt letzte Woche nicht mehr geschafft. Wie gesagt, meine Lieblingsausrede für diese eine Woche, das ist, als hätte ich meine Tage. Hashtag Spätschicht. Es ist grottig. Es ist einfach grottig. Ich freue mich jetzt, dass ich normal arbeite und was zum Teufel. Was war das denn für eine Riesenschrift? Naja, jetzt kann ich auch wieder aufnehmen. Das heißt, jetzt langsam trudelt alles wieder regelmäßig ein. Ich hoffe, dass es ab morgen schon der Fall ist. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal los. So, wir waren stehen geblieben, als wir auf dem Planeten Robotik oder so gelandet sind. Und es geht gleich los mit Kommunikation. Captain, wir haben Übertragungssignale unbekannten Ursprungs erkannt. Leider wurde bei der Landung die Kommunikationskonsole beschädigt, sodass wir mit ihnen nichts anfangen können, geschweige denn antworten. Wir könnten einen primitiven Feldkommunikator anschließen, um so die beschädigten Subsysteme zu umgehen und Zugriff zu den äußeren Sendern und Empfängern zu halten. Natürlich machen wir das. Darum haben wir den Scheiß überhaupt mitgenommen. Ist doch ganz klar. So, beide sind hungrig. Ich weiß jetzt nicht, wie lange ich denen kein Essen gegeben habe, deswegen werden wir denen jetzt Essen geben. Du bist noch nicht ready, oder? Doch, du bist ready. Okay. Was haben wir hier? Ein Dorf. Ich habe leider keine Gasmaske am Start. Deswegen gehen wir hier hin. Es gibt mir Energie. Das heißt, ich kann meine Sachen aufrüsten, ne? Übrigens, ich habe einen Kommentar bekommen. Ich kann keine Gasmaske herstellen. Ich hoffe, dass ich eine Gasmaske herstellen kann, wenn ich das Herstellungsmodul verbessere. Und deswegen gehen wir auch hier hin und holen Energie. So. Megan, ja, das ist in Ordnung. Und du nimmst mit die Batterie, ne? Wenn wir die Batterie mitnehmen, beschaffe die Elektrizität. Und zwar überall. Ihr wisst Bescheid. Vielleicht kriegen wir dadurch viel mehr. Die Weste muss ich, glaube ich, nicht mitnehmen. Ansonsten nehmen wir einfach das Buch mit, ne? Gucken, was dabei passiert. Ja, rein, Troller. Viel Spaß. So, ich habe erst nochmal Essen mitgegeben. Das heißt, sie ist jetzt topfit. Wir sind Tag 16 und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Hallo Welt. Ein voller Erfolg, Captain. Der Kommunikator an der Kommunikationskonsole funktioniert einwandfrei. Ich werde die Ästhetik nicht bewerten, da wir jetzt endlich Übertragungen empfangen können. Jetzt müssen wir nur warten, bis uns jemand kontaktiert. Jemand wird uns schon finden. Irgendwann. Megan ist fortgegangen. Okay. Sehr schön. Was brauche ich dafür? Steine. Ja, ich werde auf jeden Fall zuerst das Herstellungsmodul verbessern, hoffen, dass ich da eine Gasmaske erstellen kann. Mit der Gasmaske werden wir dann das radioaktive Gebiet betreten und da halt die Steine organisieren. Ach, kann ich gerade gar nicht gucken. Um mein Telefon zu bekommen. Naja. Captain, ich habe etwas Interessantes auf der Oberfläche des Planeten gefunden. Sieht so aus, als hätte jemand seine Zeit damit verbracht, eine Riesenversion von 3 Gewinn zu spielen. Das kennen wir schon, ja. Und diese Riesenversion von 3 Gewinn beinhaltet Ressourcen, die wir uns schnappen können. Und deswegen tun wir das auch. Tag 17. Übrigens gab es wieder ein Patch. Oh. Die Wahrscheinlichkeit, andere Ressourcen auf Expeditionen zu finden, ist jetzt größer. Okay. 3 Expeditionen, das kriegen wir hin. Und wir stellen das Telefon her. Es läuft einfach optimal, muss man schon sagen. Kannst du meine Zähne klappern hören, Captain? Natürlich nicht, denn ich bin ein Computer und habe keine Zähne. Ist doch klar. Leider muss ich dir aber mitteilen, dass das Wärmemodul in einer Kühlungsschleife steckt. Es wird schon sehr bald sehr kalt werden. Meine Vakuumschläuche werden nichts passieren, aber du solltest dich vor dem Erfrieren schützen. Ich glaube, wenn wir Feuer anzünden, könnten wir irgendwas kaputt machen, ne? Die Rüstung könnte warm halten, aber ich glaube, die Socke wird am ehesten warm halten. Wir probieren es mit der Socke. Socke sei nicht kaputt. Okay, Socke ist heil. Huh. Es war eiskalt, aber die Socke hat ihren Zweck erfüllt. Ein Glück, dass das Wärmemodul rechtzeitig zurückgesetzt wurde. Ich habe bemerkt, dass ihr genug davon hattet, diese eine einsame Socke untereinander teilen zu müssen. Ich war alleine. Deswegen nahm ich ja auch die Socke. Oh.
Nein, Suppe. Aber ich gebe den lieber Suppe als Batterie. Captain Thompson, zwei Robotermänner in unsere Mändern in unsere Richtung. Sie schauen sich gegenseitig an und sind wohl irgendwie an den Händen zusammengelötet. Oh, ein Roboterpärchen. Einer der beiden ist ein Riese, der den anderen viel kleineren Roboter zu tragen scheint. Könnten das vielleicht Vater und Sohn sein? Der größere Droide zieht sein Bein nach, als hätte er nicht genug Energie. Und dem Kleinen kommen Rauchwolken aus dem Hintern. Der eine hat eine Stromschnittstelle und der andere eine mundartige Aufnahmeklappe. Was willst du machen? Den Großen aufladen, den Kleinen füttern oder beide ihrem Schicksal überlassen? Ich gebe dir eine Suppe, weil Batterie habe ich nicht. Ich hätte ja die Batterie genommen, weil Roboter, Batterie, ne? Was soll er mit essen? Aber Suppe, jeder könnte Suppe vertragen. Und ich habe schließlich noch genug, oder? Vier. Ich mach's trotzdem. Vier Suppe, das ist echt nicht viel. Das ist echt nicht viel. Ah, ich habe nichts bekommen, oder? Du hast eine Suppendose organisiert und zu Robopapa und Robosohn gebracht, die sich an dem Shuttle vorbeigeschleppt hatten. Sorgfältig hast du die Dose geöffnet und den Kleinen, dem Rauchwolken aus dem Hinterkamm, gefüttert. Es ist ein bisschen riskant, Suppe in eine Robotermaschine zu kippen, Captain. Aber dem Robotersohn hat es gut getan. Robopapa zeigte seine väterliche Liebe und drückte den Kleinen in einem in einem Aufflug digitaler Liebe fest an sich. Dein Herz füllte sich mit Stolz und Genugtuung, als sich die beiden in die Ferne aufmachten. Jetzt habe ich Hunger. Super. Hast du zufällig Essen gebunkert? Scheiße, ich habe gleich nur noch zwei. Oh. Sir, irgendwas hat Baker infiziert. Oh Gott. Ich habe nur die Rüstung. Probieren wir es mit der Rüstung. Baker ist schon wieder infiziert. Okay, Baker, tu mir nichts Böses. Errungenschaft, Fortschritt, das ist kein Mond. Okay. Als der defekte Baker die Kontrolle übernahm, sprangst du hoch, um ein Rüstungsteil in die rasend schnellen Rotorblätter des Lüftungssystems zu rammen. Ich hoffe, das Ding ist nicht kaputt. Ich darf ihm nicht so viel Freiheit lassen. Aha. Megan ist sicher von ihrer Erkundungstour zurückgebracht. Okay. War etwas tollpatschig und ist einige Male hingefallen. Was man an den blauen Flecken und Kratzern erkennen kann. Ihr geht's doch richtig gut. Der Kassierer des Tourismuszentrums hat Megan ihre Batterie in eine freie Steckdose stecken lassen. Wie nett von ihm. Ah, knick-knack, ja, ich hab's geschafft. Ich wusste, dass die Batterie was Gutes ist. Mit Hilfe des Handbuchs konnte Megan einige komische Flüssigkeiten identifizieren und einsammeln. Ah, aha. Ich denke, dass wir dafür Verwendung verwenden. Definitiv. Der Außenposten war größtenteils leer. Dort wartete nur ein einziger gelangweilter und verstaubter Roboter, der Megan als Willkommensgeschenk ein paar Energiezellen überreichte. Oh, drei Suppe! Oh. Der Angestellte des Tourismuszentrums erklärte Megan in einer Reihe von gelangweilten Pieptönen und verzerrten Worten, wie sie zum Museum und zur Bibliothek gelangen kann. Wer hat diese Suppe aus unserem Sonnensystem hergebracht? Wie seltsam. Wie dem auch sei, Megan hat auf dem Weg etwas Suppe eingesammelt. Cool. Megan hat gesagt, dass der Ort bis auf einen rostigen Angestellten etwas verwahrlost und fast vollständig leer war. Die Tourismusbranche auf diesem Planeten boomt nicht gerade. Du könntest ein paar Rationen vertragen. Okay. Müde, aber sie ist nicht hungrig, weil ich ihr was zu essen mitgegeben habe. Ja. So, rein theoretisch kann sie doch direkt wieder. Oh. Wir haben neue Orte freigeschaltet. Museum, Chance auf eine Waffe. Was ist das für eine Gefahr? Keine Ahnung. Hier Gefahr von. Hier kann ich das Buch kriegen, okay. Das Buch haben wir aber. Ich würde ja gerne zum Museum gehen. Ich weiß nicht, was das hier bedeutet. Ist das nicht das Astrobürger? Warte mal. Google. 60 Parsecs Astro. Bürger. Hieß das Astrobürger? Habe ich gedacht, dass es dieses Astro-Dingenskirchens-Ding ist. Das ist das Zeichen dafür.
Sie ist müde, also sie kann nicht hingehen. Grundmüdigkeit, okay. Was passiert, wenn ich sie jetzt mit der Socke spielen lasse? Ist sie dann immer noch müde? Wollen wir das mal testen? Ich meine, wir können ja mal was testen, ne? Hörst du, das Captain klingt wie Moskitos. Es sind Moskitos, siehst du? Da! Los, schnapp ihn dir! Moment mal, das sind keine gewöhnlichen Insekten. Das sind Roboter. Wie außergewöhnlich. Die Dinger sind genauso nervig wie die echten, aber wenigstens scheinen sie kein Blut zu saugen. Vorsichtshalber sollten wir sie aber beseitigen, bevor sie doch noch Geschmack an dir finden, Captain. Okay, wir könnten uns schützen oder mit der Rüstung auf sie prügeln oder wir versuchen mit ihnen vielleicht zu kommunizieren. Wir kommunizieren mit denen. Ich glaube, das könnte lustig werden. Reparieren das Buch. Oh, das Buch ist kaputt. Ja, das werden wir noch reparieren. Verbessern. Wir verbessern unser Herstellungsmodul. Ich will wissen, was es bringt. Und dir geben wir die Socke. Ich will wissen, was es bringt. Wenn die Socke jetzt weg ist, ist es natürlich ein bisschen blöd. Tag 21. Ist das dein Ernst? Ich habe die Socke gerade weggegeben. Ach Gott. Okay, die Moskitoplage war eine unerwartete Herausforderung, aber du hattest mit deiner Schlussfolgerung, dass wenn... Ach nein, er ist am Verhungern. Er ist am Verhungern. Ich habe ihn nicht zwischengegeben. Dreck. Ah. Dass, wenn es sich um Maschinen handelt, man mit ihnen mit dem richtigen Werkzeug auf ihre Frequenzen zugreifen kann. Genau recht. Du hast dich daran gemacht, den Schwarm mit einem Kommunikator zu beeinflussen. Nach ein paar handwerklichen Tricks, unter denen der Kommunikator etwas litt und die Wahrscheinlichkeit, das Erlöschen der Gerätegarantie zu folgen hatten, konntest du den Schwarm verscheuchen. So schnell sollten die Roboter-Moskitos nicht mehr aufkreuzen. Ich dachte, ich kann sie zu Verbündeten machen. Megan ist ausgeruht. Man kann mit der Socke kann man einen ausruhen lassen. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ich weiß, ich bin gut. Verbleibende Tage ein. Okay, Megan. Dann geh du mal dahin. Du bekommst die Weste. Und ich weiß nicht. Nimmst du das Artefakt mit? Viel Spaß. Entscheide dich. Es nähert sich ein Alienschiff. Das Schiff. Oh nein, ich bin jetzt gerade am Verhungern. Das Alienschiff spielt eine zu ihrer Musik passenden Lichtshow ab, mit der sie uns beschallen, seit wir die Verbindung zu ihnen hergestellt haben. Captain, sie spielen Rockabilly. Megan groovt bereits im Takt. Die Aliens behaupten, zum Stamm der Tanzlords zu gehören. Und sie suchen nach den besten Tänzern der Galaxie. Ach, das schon wieder. Nein. Und jetzt gerade, wo ich am Verhungern bin. Ah, oh, ist das bitter. Ah, komm. Ist das bitter, Leute? Du hast die Herausforderung der Tänzlords angenommen, hast jedoch verloren. Ach, shit. Na komm, du kriegst noch eine Suppe. Ja. Okay. Herstellen. Ich kann die Gasmaske herstellen. Es kostet 10. Und ich kann die Puppe wiederherstellen. Das heißt, wenn sie wiederkommt und am Arsch ist, gebe ich ihr die Puppe. Ah, das ist richtig gut. Stellen wir erstmal die Gasmaske her. So. Ich habe mich mit dem Ansässigen über die hiesige Kultur unterhalten und mein Wissen darüber beträchtlich erweitert. Such dir einfach einen Gegenstand aus, Captain, und ich werde ihn zum Anlass nehmen, mein neu erworbenes Wissen mit dir zu teilen. Ich könnte den Kommunikator reparieren, aber ich glaube, das kann ich auch so. Oder ich. Ich könnte versuchen, mehr Suppe rauszuholen, ne? Ich könnte bestimmt versuchen, mehr Suppe rauszuholen. Ich weiß nicht, was mit dem Verbandskasten bringen würde, aber ich denke mal, Suppe ist hier eine gute Entscheidung. Apropos Suppe, du bist am Verhungern. Achso, habe ich dir gegeben. Komm schon, bitte nimm mir nicht die Suppe. Gib mir mehr Suppe. Ich hoffe, das war die richtige Entscheidung. Wenn ich jetzt mehr Suppe bekomme. Ah, ich werde die lokalen Bräuche anhand einer Suppendose erklären. Stell dir sie auf den Sockel und ich zeige dir, schubst den Erschaffer, ein lustiges Spiel für. Huch, das war zu fest. Überall Dosensplitter, aber keiner hat dich getroffen. Zumindest nicht schlimm.
So eine Scheiße. Habe ich jetzt die Suppendose verloren? Ich stelle gerade die Socke her. Captain, wir haben eine Übertragung erhalten, während du geschlafen hast. Ich war so frei und habe die Nachricht für dich dekodiert. Sie stellt sich als geografische Koordination heraus, die zu einem nahegelegenen Ort führt. Oh, und in der Nachricht wird auch erwähnt, dass du eine Sockenpuppe mitbringen sollst. Das halte ich davon, Spiel. Ich. Warum? Kannst du nicht einmal auf meiner Seite sein? Wäre das möglich? Ich. Das ist ja jetzt kein Ding der Unmöglichkeit. Ich schlag hier die ganze Zeit mein Mikro aus Frust. Einmal. Ein einziges Mal auf meiner Seite. Ist das so schwer? Ich glaube ja nicht. Ich glaube ja nicht. Tag 24. Als du die in der Übertragung erwähnten Koordinaten erreicht hast, konntest du sehen, wie sich jemand in die Dunkelheit hinter einem großen Felsen schlich. Das war etwas verdächtig, allerdings hast du auch nicht die Sockenpuppe mitgebracht, um die der Fremde gebeten hatte. Wie vergesslich du doch bist. Ich hätte es sowieso nicht geschafft. Hätte ich diese eine Runde die Socke hergestellt, ich hätte es trotzdem nicht geschafft, weil die Socke 2 Tage braucht. Was ist denn das? Ein paar kleine Roboter haben ein Paket vor das Shuttle gelegt und sind weggerannt. Oh, entweder ist es Scheiße, auf die ich trete. Was ja in Amerika sehr beliebt sein soll. Oder ist es wirklich ein Geschenk? Sollen wir das Paket reinholen und es uns ansehen, Captain? So oder so werde ich etwas damit anstellen. Ich verspüre so etwas wie Neugierde. Die Frage ist, aufmachen oder nicht aufmachen? Es sind kleine Roboter. Ich denke mal, das ist eine kleine Anspielung. Es ist eine Anspielung auf dieses, dass kleine Kinder halt eine Papiertüte voller Scheiße vor deiner Tür legen, es anzünden und weglaufen. So. Ich werde es nicht öffnen. So nötig habe ich es nicht. Ich habe es nicht nötig, Scheiße zu fressen. Nee. Tag 25. Du hieltest es für das Beste, das Paket der kleinen Roboter nicht reinzuholen. Ich habe mir erlaubt, es in brauchbare Ressourcen zu verwandeln. Ich frage mich, was da drin war. Denn als ich es zerquetschte, hörte ich ein Brummen und irgendwas ist im Inneren zerbrochen. Wie dem auch sei, ich habe die gewonnenen Materialien in unser Lager zusammengeführt. Das war bestimmt das war irgendwas Fieses. Das war irgendwas Fieses. Ja. Ich weiß es doch. Ja, die Socke! Ich kann die Socke verwenden! Irgendjemand hat letzte Nacht ein Paket auf unsere Türschwelle abgelegt. Ja, wir haben es vernichtet. Daran war ein Zettel. Viel Spaß mit dem organischen Mist, Menschen. Wir haben uns das vor ein paar Jahrhunderten aufschwatzen lassen. Vielleicht könnt ihr ja was damit anfangen. In dem Paket befinden sich alte getrocknete Kräuter außerirdischer Herkunft. Damit können die Roboter sicher nichts anfangen. Es ist mir nicht gelungen, die chemische Zusammensetzung der Blätter zu bestimmen. Was willst du damit machen? Abfackeln wir vielleicht. Wenn wir es abfackeln, das sind ja Kräuter. Könnten Drogen sein. Ich könnte. Ich könnte meine Statuswerte verbessern oder verschlechtern. Wenn ich es einbuddel, könnte daraus Suppendosen wachsen. Oder ich gebe es der Socke. Was soll die Socke damit? Megan ist zurück. Sie hat eine Suppe mitgebracht. Oder ist die Suppe gewachsen? Du dachtest kurz darüber nach, einen Tee aus den Blättern zu kochen. Vielleicht wäre das Feuerzeug gewesen. Aber dann hast du es dir anders überlegt und den ganzen Mist mit einer Schaufel vor die Tür befördert. Der Gedanke daran, den Nachmittag entspannt mit einem Heißgetränk zu verbringen, lässt dich nicht mehr los. Weißt du eigentlich, wie viele Millionen Außerirdische jeden Tag verhungern? Und wie viele süße Astrokätzchen? Und du wirfst einfach potenzielle Nahrungsmittel weg. Schande über dich, Captain. Ich habe gedacht, ich buddel es ein, weißt du, und wächst da so ein kleiner Baum und gibt mir 50.000 Suppe. Ah, sie ist völlig erschöpft. Okay.
ausgehungert und ziemlich angespannt bei uns aufgetaucht. Ihr Besuch im Museum war pädagogisch wertvoll. Wusstest du, dass die Programmierung dieser Roboter schon seit einigen Jahrhunderten auf 0% Gewalt eingestellt ist? Das heißt, die Roboter sind nett. Irgendein unheimliches Ausstellungsstück hat Megan so sehr erschrocken, dass sie davongelaufen ist und dabei panisch mit dem Artefakt herumgefuchtelt hat. Die kleine Statue wurde schwer beschädigt. Megan konnte aus einem Mülleimer hinter dem Museum einige Ressourcen erbeuten. Hey, verurteile sie nicht. Sie scheint stolz zu sein. Aber wir haben eine Waffe bekommen. Weißt du, wir haben herausgefunden, dass im Museum friedliche Roboter sind. Und was klaue ich aus dem Robotermuseum? Eine Waffe. Das stimmt irgendwas nicht, ne? Das stimmt irgendwas nicht. Ein Mitarbeiter aus dem Souvenirladen des Museums hat bemerkt, wie sich Megan eine uralte Feuerwaffe angesehen hat. Der Roboter hat ihr gesagt, dass sie sie ruhig umsonst mitnehmen kann, weil sie sie vielleicht eines Tages brauchen wird. Wie unheilvoll. Verheimlicht dieser Roboter irgendwas? Dieser Ausflug war definitiv lehrreich. Es ist eindeutig erkennbar, dass die Geschichte des Lebens auf diesem Planeten, organisch wie auch unorganisch, weiter als die Geschichte der Menschen zurückreicht. Ich fand es besonders interessant, dass diese Roboter eine mechanische Fauna entwickelt haben, die ihnen Gesellschaft leisten soll. Ich wünschte, ich wüsste, wo du all diese zusätzlichen Suppendosen erkriegst, Captain. Der Captain hat sie gebunkert. Nice. Okay. Du kriegst was zu essen und die Sockenpuppe. Bitteschön. Und du? Du, dir geht's gut, ne? Ja, dir geht's gut. Ich repariere als allererstes das Telefon. Das könnte das Wichtigste sein von allem. Jemand hat ein Brettspiel vor die Tür gelegt. Es heißt Robumanji. Jumanji. Das ist eine Anspielung auf Jumanji. Jumanji ist ein Film gewesen, bei dem die Leute in ihr Brettspiel gefallen sind. Ich kann mich nicht mehr so exakt erinnern. Und war es ein Horror? Ich glaube, das war ein Horrorfilm. Oder zumindest gruselig. Oder zumindest ansatzweise. Wer Jumanji noch gut kennt, schreibt es bitte in die Kommentare. Wann habe ich es gesehen? Als ich 10 war. Wie lange ist das her? 19 Jahre? 20. Wahnsinn, so etwas habe ich noch nie gesehen. Meine Berechnungen sagen, nein, das ist nicht... Das kann nicht stimmen. Der Edelstein in der Mitte des Spielbretts enthält ein Mikrouniversum. Vorsicht, Captain, willst du spielen? Wollen wir spielen? Wollen wir Jumanji spielen? Ach komm. YOLO! Du wählst einen Spielstein, einen Roboter mit Safari-Hut und Monokel. Und fingst an, Robumanji zu spielen. Kaum berührtest du das Spielbrett, da ging ein Ruckeln durch das Shuttle und du sahst ein grelles, grünes Licht. Der Duft von Roboblumen füllte deine Nase, als du dich in einem Dschungel wiederfandest. Einem Dschungel voller Robotiere, die dich töten oder fressen oder töten und fressen wollten. Ist das nicht irgendwo dasselbe? Aber du gewannst das Spiel und wurdest wieder in das Shuttle zurücktransportiert. Nur die Stärksten überleben eine Partie Robumanji. Bin ich jetzt besonders stark? Ah, mein Stärke-Attribut hat mir geholfen. Okay. Einen Tag kann ich noch warten. Okay. Dir geht's wieder richtig gut, ne? Das heißt, du ziehst mal los. Okay, wir... Ach, die... Oh, die Waffe ist nicht mehr da. Bibliothek. Wir gehen in das Dorf. Gehen in das Dorf. Und wir nehmen mit... die Gasmaske. Kontaktiere Aliens. Kontaktiere deinen Entdecker. Kontaktiere einfach alle. Ich kontaktiere im Dorf die Menschen. So, das ist mein Plan für heute. Das ist mein Plan. Ja gut, ich würde sagen, wir wählen noch eine Sache zum Heilen aus. Wir haben noch ein bisschen was. Vielleicht sollte ich das sparen, ich weiß nicht. Wir sollten die Socke herstellen, definitiv.
Die Socke ist so OP. Alter Schwede, wir müssen auf jeden Fall dafür sorgen, dass wir immer stetig Chemikalien haben. Apropos Chemikalien, können wir irgendwo Chemikalien holen? Ah, gucken wir später, gucken wir später, gucken wir in der nächsten Folge. Morgen. Versprochen. Haut rein, euer Zero. Tschüss.